Ich heiße Max und ich stelle euch heute die vielleicht 11 oder 12 Bücher vor, die mir in diesem Jahr am besten gefallen haben. Insgesamt hat sich die Durchschnittsbewertung nicht groß verändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Also bei Goodreads tracke ich das Jahr und da bin ich, glaube ich, in diesem Jahr bei einem Durchschnitt etwa von 3,4, 3,5. Das entspricht auch dem Durchschnitt der letzten Jahre, also so etwa 7 Punkte. Aber es gab natürlich auch in diesem Jahr einige Bücher, die mir deutlich besser gefallen haben, die ich richtig grandios fand und über die will ich heute mit euch reden. Ja, zum einen von Lermontov, ein Held unserer Zeit. Dieses Buch habe ich mir in einer DDR-Ausgabe gekauft, die mir sehr gut gefällt. Schönes Leinen. Ja, dieses Buch mag ich vor allem deswegen, weil uns hier die kopernikanische Wende in der Literatur präsentiert wird, so würde ich es mal nennen. Also die Erkenntnis, dass die Verlagerung von den äußeren Konflikten in der Gesellschaft auf das Individuum selbst nicht dazu führt, dass die Konflikte vermindert werden oder verschwinden, sondern dass es eigentlich noch mehr Konflikte gibt. Also diese ganzen widersprüchlichen Ideale, die ein junger Mann auch damals im Russischen Reich natürlich mit sich herumträgt. Und auch erzählerisch hat dieses Buch so viel zu bieten. Es gibt wunderschöne Naturbeschreibungen, es gibt dann aber auch Gesellschaftsstudien, psychologische Miniaturszenen, zum Beispiel wenn ein alter Mann enttäuscht davon ist, dass sein Freundschaftsangebot gegenüber einem jüngeren Mann zurückgewiesen wird, dann ist da schon so vieles drin, was mich emotional berührt, was aber auch so intelligent ist in seiner Behandlung eben von Zwischenmenschlichkeiten, gerade zwischen einem jungen Mann, zum Beispiel Petschorin natürlich, und einer jungen Frau. Dann werden auch noch einige mystische Elemente oder Märchenelemente, Schauerelemente einbezogen. Und insgesamt ist das ein Buch, das vermutlich noch mal stärker gewirkt hätte, wenn ich 10 Jahre jünger wäre. Also wenn du vielleicht gerade Anfang 20, Mitte 20 bist, dann könnte das ein perfektes Buch für dich sein, so vermute ich. Aber dass er hier wirklich schon, ich glaube 1840 sozusagen etwas erschaffen hat, was dann gerade am Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts so enorm wichtig wurde für männliche Autoren, das halte ich ihm auf jeden Fall zugute und das hat mich auch absolut begeistern können während des Lesens. Percival Everett, Die Bäume. Ja, das ist vor allem ein extrem komödiantisches, ein lustiges, ein leichtfüßiges, verspieltes Buch, das ein massiv grausames Thema behandelt, nicht wahr? Es geht natürlich hier um den Rassismus in den Vereinigten Staaten, es geht um die Lynchmorde, allen voran vielleicht Emmett Till, das war mit Sicherheit ein ausschlaggebendes Ereignis, das damals die Bürgerrechtsbewegung so richtig ins Rollen brachte, verbunden mit einigen anderen Faktoren, und dass sich Percival Everett aber mit einer so humorvollen Weise diesem Thema nähert, ist, glaube ich, enorm wichtig, weil viele Menschen das dann lesen werden, weil es dermaßen gut gemacht ist und weil es auch rasante Dialoge gibt, wie aus einem Coen-Film oder aus einem Tarantino-Streifen. Also das ist blutgetränkt, das ist richtig schnetzelig, das ist auch manchmal unterhalb der Gürtellinie angesiedelt. Aber damit erzeugt es trotzdem, glaube ich, eine ganz wichtige Behandlung dieses Themas und lädt halt alle Leser dazu ein, sich damit mal zu beschäftigen. Das hat mir vor allem gefallen, weil es so rasant ist. Auch wenn es gegen Ende hin dann vielleicht etwas nachlässt, weil sich manche Szenen wiederholen, weil es manchmal eben etwas repetitiv gestaltet ist, aber insgesamt schon ein sehr starkes Buch. Ja, den wahrscheinlich krassesten erzählerischen Ansatz jetzt in den Büchern hier, die ich mitgebracht habe, hat Mohammed Mbougassar in Die geheimste Erinnerung der Menschen. Denn was er hierin alles unterbringt und wie groß sein Fokus manchmal ist, beziehungsweise wie weit sein Sichtfeld ist, das ist schon erstaunlich. Er erzählt die Geschichte eines Buches, die Geschichte von verschiedenen Freunden, die allesamt mit der Literatur zu tun haben. Die meisten, aber bei weitem nicht alle, stammen aus dem Senegal und das ist also auch die Spurensuche nach den Geschichten der Väter und Vorväter. Ja, was haben sie im Senegal gemacht? Was waren ihre Traditionslinien, die sie entweder weitergegeben haben an ihre Söhne oder eben nicht weitergegeben haben, weil diese afrikanischen Traditionslinien vielleicht plötzlich schambehaftet waren, im Zuge der Kolonisierung. Gleichzeitig ist es aber auch einfach ein Manifest der Literatur. Ja, es ist eine Freude am gesprochenen und am geschriebenen Wort. Es ist eine Eloge auf die Freundschaft. Es sind extrem gute Erzählpassagen dabei, in denen man merkt, mit welchem Talent Mbougassar hier einfach schreibt. Wenn er die Gestalt eines Großvaters plötzlich hereinschweben lässt und der sich dann auf die Couch in Amsterdam legt, obwohl das nicht sein kann, weil der tausende Kilometer entfernt und vor allem schon tot ist und plötzlich spricht aber dieser Großvater auf der Couch, dann sind das Szenen, die unter die Haut gehen. Es kommen viele Schriftsteller noch vor, auch der Nationalsozialismus wird einbezogen.
Man könnte vielleicht manchmal den Vorwurf erheben, es sei zu ja, Hydra vielgestaltig, zu vielköpfig und hin und wieder kann man dann nicht mehr ganz genau folgen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass dieses Buch am Ende ja, alles richtig macht und sich auch schön verbinden lässt und dass es für mich auch eine Lektüreerfahrung war, eine global umspannende Lektüreerfahrung, die nicht immer ganz einfach ist, wie gesagt, aber die ich auch sehr genossen habe. Ja, und vom Hochkomplexen kommen wir jetzt zum eigentlich super Einfachen, das aber dennoch sehr gewichtig ist und uns vielleicht die wesentlichen, die elementaren Dinge des Lebens nochmal beibringen kann, wenn wir sie nicht schon wussten, nämlich Liebe rettet alles, Liebe heilt alles, Liebe ist das Wichtigste auf der Welt. Von Chingis Aitmatov, Der Junge und das Meer. Ja, das ist die Geschichte einer Gemeinschaft, die mit einem einfachen Kajak raussegelt aufs Meer, um dort ja, so, Robben zu jagen, um die Gruppe zu unterstützen und natürlich auch, um den Jungen einzuführen in die Gemeinschaft. Der muss seinen Mut erweisen. Und ich fand es toll, wie hier erstmal die Beziehung dargestellt wird zwischen einem älteren Häuptling bzw. Anführer dieser Gruppe und dem kleinen Jungen. Und wie die sich gegenseitig eben austauschen, was der Ältere dem Jüngeren mitgeben möchte. Das fand ich sehr sanft gestaltet, schöne, realistische, einfache Szenen. Da geht es nie um eine pathetische große Ebene, sondern um die konkreten Dinge wie schütze dieses Wasserfass und pass auf, dass dein Vater nicht erschöpft ist. Wenn du siehst, dass er dieses macht, dann stell ihm mal eine Frage. Also es sind so ganz kleine, einfache Handreichungen, die davon zeugen, dass diese Menschen sich genau beobachten, im positiven Sinne einfach füreinander eintreten wollen. Das ist eine schöne Erzählweise an sich. Und jetzt ist es aber nicht das Entscheidende bei Aitmatov, wie ich finde, sondern dann kommt noch diese Würzung hinzu durch ganz viele Geschichten, durch ganz viele Mythen, ja, dieses ostrussischen Volkes, die sehr schön eingestreut werden. Da geht es dann wirklich um die Ursprungslegende einer Schildkröte und einer Ente und so weiter und so fort. Und was am Ende passiert und wie sich dann die Gemeinschaft zum Teil auch opfern wird für diesen kleinen Jungen, das ist, ja, berührend ist eine Floskel. Ich habe hier wirklich literweise geheult, einfach weil ich das so heftig fand, weil ich es großartig finde und weil Aitmatov in meinen Augen ein Schriftsteller ist, den man auch heute, viele Jahre nach seinem Tod, lesen sollte, weil er eine ganz eigene, ganz einfache, aber ja, dennoch so wichtige Schreibweise hat oder auch so bedeutsame Schreibweise hat. Ähnliches kann ich sagen über Lydia Tschukovskaja, eine Klassikerin der russischen Literatur. Untertauchen ist ein Roman, ich vermute so aus den 50er Jahren, vermutlich. Und sie beschreibt hierin im Prinzip zweierlei. Zum einen ist da die große Gewalt unter Stalin, der hunderttausende Menschen verschleppen ließ, einsperren und foltern und ermorden ließ. Ja, es ist der große stalinistische Terror. In dieser Zeit spielt es und auch der Ehemann unserer Ich-Erzählerin ist verschleppt worden. 10 Jahre später weiß sie immer noch nicht, was mit ihm passiert ist. Sie sorgt sich natürlich, sie vermutet mittlerweile, dass er gestorben ist. Sie ist in einem Sanatorium und mit anderen Schriftstellern reden sie jetzt eben auch über die Vorfälle, die sich hier in Russland immer noch oder in der Sowjetunion immer noch ereignen. Natürlich kannst du über vieles nicht offen reden. Und ein jüdischer, ja, Schriftsteller äußert sich zum Beispiel, dass seine ganze Familie hingemetzelt wurde, aber dass er das jetzt nicht öffentlich machen kann. Sie lernt einen anderen Dichter kennen, der seine eigenen Gulag-Erfahrungen verarbeiten möchte und sie ist dann von ihm doch sehr enttäuscht, weil er in gewisser Hinsicht einen Verrat begeht. Kurze Zeit später versteht sie aber auch, warum er das macht. Und dieses Buch ist also auch hier mehrdeutig. Sie versucht hier niemanden zu verdammen. Sie versteht, dass du natürlich dich dem politischen System unterordnen musst, wenn du ein Leben führen möchtest. Und das ist diese Verbindung in dem Buch, die ich so grandios fand, zwischen dieser orkhaften Hülle, die du dir überstülpen musst, die du annehmen musst. Du musst also richtig hart sein, du musst hässlich werden nach außen hin, weil die Welt hässlich ist. Ne? Und innerlich ist sie aber immer noch die Fee. Sie hat die Seele einer Fee, einer ja, wirklich feinsinnigen Lyrikerin. Denn das ist die andere Ebene. Sie liebt die russische Literatur. Sie liest Gedichte, während sie spazieren geht und auch die Natur hat hier einen ganz wichtigen Stellenwert in diesem Buch. Es geht um die Birken, um ja, wunderschöne Wälder, durch die man streift und in denen man dann vielleicht ein Gedicht von Nekrassow oder von Majakowski liest und sich darin dann wieder vielleicht auch erkennen kann und erkennen kann, dass die Welt eigentlich ein guter Ort sein kann, wenn sie nicht von dieser politischen, brutalen Clique regiert würde. Also es ist ein Buch, das definitiv nicht ganz einfach ist, das wachrüttelt, das mit einer feinen Sprache grausamste Unmenschlichkeiten präsentiert und auch hier
extrem intensive Einzelszenen entwirft. Ich denke da nur an eine Frau, die in einem Staatsgebäude etwas möchte. Das müsst ihr selber herausfinden. Das ist wirklich sehr tragisch. Thomas Bernhard hat mir auch gut gefallen, der große, wütende Österreicher. Holzfällen habe ich jetzt unter anderem in diesem Jahr gelesen. Das finde ich wirklich schön. Es ist die Betonung der inneren Welt, die sozusagen gegen die äußeren Vorgänge gesetzt wird. Also die inneren Vorgänge im Ich-Erzähler sind ebenso bedeutsam und werden eben auch sehr enthusiastisch und aufrichtig wiedergegeben. Es ist dieser große Klagesound, die Suada, die sich mit den Abartigkeiten in der kleinen Abendgesellschaft auseinandersetzt. Der Ich-Erzähler ist ja bei den Auersbergern eingeladen, bei einem künstlerischen Abendessen, wie es immer wieder ganz fürchterlich heißt, und er regt sich so heftig darüber auf, was hier passiert und wie scheußlich die Leute alle sind, obwohl er selber offenbar von ihnen auch durchaus protegiert wurde, unterstützt und auch ausgehalten wurde, finanziell, wahrscheinlich aber auch emotional. Dann kommt noch einer vom Burgtheater, was ohnehin der Sündenpfuhl oder die mediokre Verwahranstalt für minder Talentierte ist in seinen Augen. Und das ist alles so herrlich überzogen und ich mag es einfach, mit welchem Enthusiasmus, also mit welcher doch wieder künstlerischen Warmherzigkeit sich hier jemand von einer Gruppe absetzen möchte. Ich finde, damit spiegelt er etwas wider, was in uns allen manchmal vorhanden ist, nämlich eine innere Welt der Wut, der Empörung, ja, die sich eigentlich ja nur mit einer Sache auseinandersetzt, weil man davon so fasziniert ist. Und ich finde, das ist sehr schön in Szene gesetzt, dass auch unsere Ablehnung, unsere wie Strudel um etwas kreisende, ablehnende Beschäftigung, also ein Zeichen für die Bedeutung von etwas ist. Und also ist auch die Gemeinschaft hier natürlich für ihn extrem wichtig. Er ist ein sehr sozialer Mensch, er ist ein witziger Mensch. Also sowohl der Ich-Erzähler als mit Sicherheit auch der Thomas Bernhard. Und am Ende, ich sage hier absichtlich immer der Thomas Bernhard, das gehört für mich bei Österreichern irgendwie dazu. Warum, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es klingt für mich irgendwie schön. Genau, und am Ende steht er dann auf, ja, nachdem er die Abendgesellschaft gedanklich die ganze Zeit beleidigt hat und alle doof fand, und bedankt sich dann. Er ist also auch ein Heuchler. Er ist ein Heuchler, wie wir das eben alle manchmal sind. Er bedankt sich, es sei ein schöner Abend gewesen, und pfiat die Gott, und jetzt geht man nach Wien, was man scheußlich findet, aber irgendwie auch liebt. Also auch ein moderner Mann. Tove Ditlevsen, eine Frau, die gerne modern wäre, was in ihrem Fall bedeutet, sie möchte das Schreiben verbinden mit der Familie. Sie möchte eine gewisse Freiheit in ihrem Leben haben, eine finanzielle Ungebundenheit, eine eigene Verfügbarkeit der Wohnung, der Sexualität, aber gleichzeitig hat sie auch natürlich Familiengelüste, und in Abhängigkeit schildert sie jetzt eben ihre erwachsenen Jahre. Also das ist der letzte Teil ihrer Kopenhagener Trilogie. Und was mir hierin so gut gefällt, ist die Tatsache, dass sich Tove Ditlevsen wirklich einen Scheiß darum bemüht, unsere moralischen Prinzipien zu befriedigen. Denn sie wirkt häufig so unsympathisch, wenn sie sich plötzlich auf die Drogen konzentriert, wenn sie tablettenabhängig wird und dafür ihre Kinder vernachlässigt, wenn sie ihren Mann verlässt, um mit einem anderen Arzt zusammenzukommen, der sie eben ja auch finanziell, aber mit Tabletten auch unterstützen kann. Gleichzeitig ist aber eine sehr lakonische Schreibweise dann dafür verantwortlich, dass wir das einfach erfahren können. Also wir tauchen hier ab in eine ganz andere Psyche und vermutlich, so könnte meine Interpretation sein zumindest, betont Tove Ditlevsen so einzelne Aspekte, die wir ganz schauderhaft und schlimm finden, um sie einfach mal durchzuspielen, um zu zeigen, was bedeutet es denn, wenn eine Frau in einer sexistischen, patriarchal strukturierten Gesellschaft bestimmte Prinzipien einfordert. Dann eckt sie natürlich an, dann kann sie natürlich manches nicht mehr umsetzen, weil die Gesellschaft ja nicht so strukturiert ist. Es gibt ja nicht einfach irgendwie eine Kinderbetreuung, wie es das heute gibt. Natürlich muss eine Frau, wenn sie schreibt, ihre Kinder, wenn sie die hat, vernachlässigen. Denn der Mann ist per se außen vor, der muss das nicht machen. Also steht sie in den Augen der Gesellschaft in diesem Punkt als Schuldige da. Aber das muss nicht unbedingt ihre Verfehlung sein, wenn sie ein Talent oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, den Dämon der Literatur in sich hat. Ja, viele, die schreiben, sagen ja auch, sie müssen schreiben. Sie können dagegen nichts tun. Und was ich sehr, sehr toll finde, ist, dass hierin auch einzelne Gedichte abgedruckt sind. Zum Beispiel ein Gedicht auf ihr ungeborenes Kind, das sie abtreibt. Denn auch das ist natürlich das Recht einer Frau. Übrigens sind wir so in der Zeit der deutschen Besatzung Kopenhagens. Ja, das ist durchaus jetzt ein historisches Buch. Für dich, der Schutz bei einer suchte, die allzu ängstlich war und voller Sorgen. Für dich so mich ein Wiegenlied zwischen Nacht und Morgen. Das ist das Gedicht, und dann heißt es noch: Ich bereue meine Entscheidung nicht, aber in den dunklen Irrgängen meiner Seele bleiben trotzdem schwache Spuren zurück, wie von Kinderfüßen in feuchtem Sand.
Wer also daran zweifelt, dass das eine Frau ist, die sensibel ist und die erkennt, in welchen Verpflichtungen und in welchen tragischen Verwicklungen sie gefangen ist, der, glaube ich, wird an diesen Stellen absolut geläutert. Das ist eine hochsensible Frau, die aber aus bestimmten Gründen etwas fordert, was den Konventionen widerspricht. Und was das bedeutet, das kann man in dieser Reihe lesen, die insgesamt sehr gut ist. Kindheit, der erste Teil, hat mir noch am besten gefallen. Aber auch dieses Buch ist sehr, sehr stark. Eine Ergänzung zu Tove Ditlevsen noch. Ich habe vor kurzem einen Roman der Isländerin Ólafsdóttir gelesen, Miss Island, der vor einigen Jahren offenbar erschienen ist. Und dieser Text liest sich im Prinzip wie ein etwas schlechterer Abklatsch von Tove Ditlevsens Büchern. Also es geht auch um eine junge Frau, die hier natürlich nicht in Kopenhagen, später dann aber tatsächlich auch in Kopenhagen, aber vor allem in Island lebt, um dort zu schreiben, um dort die wirtschaftlichen, mit den erotischen, aber eben auch mit den literarischen Wünschen in Einklang zu bringen. Und der Stil ist dabei sehr lakonisch. Ja, man geht über die moralischen Verpflichtungen und vor allem über die sexistische Kackscheiße der Gesellschaft manchmal sehr trocken hinweg. Man fordert einfach bestimmte Dinge für sich ein. Und ich glaube, man kann an solchen Büchern gut erkennen, welchen Einfluss eben Autorinnen wie Tove Ditlevsen hatten, die für Frauen, vielleicht nicht nur für Frauen, aber besonders für Frauen, eine ganz neue Möglichkeit zu schreiben eröffneten. Und dann am Ende dieses Buches ist Hekla, unsere Ich-Erzählerin, tatsächlich dann in Kopenhagen und wohnt im Prinzip, ich glaube, sie wohnt in der Istedgade und Tove Ditlevsen hat in Westend gewohnt. Das ist also mehr oder weniger eine Querstraße entfernt. Definitiv eine Tove Ditlevsen-Gedächtnisliteratur, die sich da entwickelt hatte. Ja, zuletzt, vor kurzem habe ich Solaris gelesen von Stanisław Lem. Ein polnischer Klassiker, ein Science-Fiction-Klassiker. Für mich ist es vor allem ein Atmosphäre-Ungeheuer. Es ist für mich wirklich ein Ozean, ja, ein Plasma-Ozean an Atmosphäre, an dichter Isolationserfahrung im Weltall über einem Ozean, der an sich ein starkes Bild ist, nicht wahr? Das Bild für Wehmut, für Melancholie, natürlich aber auch für die Abgeschiedenheit. Und dort in der Düsternis des Weltalls ist jetzt dieser Chris Kelvin und er sieht seine verstorbene Freundin, Harry. Und was sich dann entspinnt, ist philosophisch so unterschiedlich zu deuten. Es gibt verschiedene Themenkreise, wie die Frage der Identität, wie die Frage der Liebe. Natürlich auch die Frage nach der Schöpfung, auch eine politische Dimension kann man hier erkennen, also eine Kritik an den sowjetischen Zuständen in Bezug auf die Wissenschaftshörigkeit, in Bezug auf vielleicht auch die Zerstörung von extraterrestrischen Lebensformen. Also es ist ein Buch, das man unter so vielen unterschiedlichen Aspekten untersuchen und beleuchten kann und das sprachlich, wie ich finde, sehr einfach daherkommt, also sehr einfach und gut zu lesen ist. Aber für mich dominierte hier einfach diese Atmosphäre von Einsamkeit und damit ist es natürlich auch eine Spiegelung von existenziellen Lebenserfahrungen. Mit welchen Dingen kannst du dich nicht auseinandersetzen? Was trägst du mit dir herum? Und ist das, was du im Weltall suchst, dann nicht eigentlich ja, das eigene Leben, die eigenen Verfehlungen oder die Liebe, die du verloren hast? Das alles ist aber weit weniger kitschig umgesetzt, als es jetzt zu sein scheint, sondern hat natürlich auch, wie gesagt, sehr viele Dimensionen, die mir sehr gut gefallen haben. Toni Morrison, Sehr blaue Augen, auch dieses Buch habe ich gelesen und geliebt, weil es so schrecklich und schön zugleich ist. Die Geschichte von unter anderem Pecola Breedlove, aber es geht auch noch um einige andere Kinder und Erwachsene, die vor allem schwarz sind und die vor allem darunter leiden, dass die Gesellschaft einfach rassistische Ideen natürlich in die Welt streut und davon ausgeht, dass weiße Schauspielerinnen in Hollywood, zum Beispiel Shirley Temple, viel schöner sind als Schwarze und die schwarzen Kinder leben also in diesen rassistischen Dimensionen der Kultur und der Politik und übernehmen natürlich den Hass der Gesellschaft als Selbsthass. Und was das für Spannungen auslöst, das ist dermaßen komplex und vielschichtig und brutal gelöst. Also hier ist Toni Morrison auch eine Autorin, die voll und ganz auf das Abscheuliche schaut, die es ausleuchten möchte, die nicht wegblendet und die das erzählerisch übrigens auch vielschichtig löst. Also es gibt unterschiedliche Textkompositionen. Manchmal ist es eben eine auktoriale Erzählweise. Manchmal werden so Kinderbuch-Passagen eingestreut, die dann ganz kitschig sind und so ein paradetypisches, konventionelles 0815 Familienleben preisen. Mal ist es eben die abscheuliche Geschichte des Vaters von Pecola Breedlove, der selber vergewaltigt wurde von Weißen und so weiter und so fort. Es ist ein Buch, das zeigt, warum man natürlich in den Vereinigten Staaten
das Thema des Rassismus nicht einfach irgendwie ad acta legen kann und warum es für Millionen Menschen ein dermaßen wichtiges Thema war, weil einfach die Geschichte der Behandlung im Staate so furchterregend war. Ne? So direkt kann man das einfach ausdrücken. So, und jetzt habe ich noch zwei Bücher, die noch etwas hervorgehoben werden sollten in meinen Augen. Alle diese Bücher sind großartig, aber diese zwei sind für mich Bücher, die ich mit in mein Grab nehmen möchte. Okay, so würde ich es mal ausdrücken. Ich brauche diese Bücher bei mir, weil sie überragend sind, weil sie nicht Literatur, sondern für mich mehr als das sind. Sie sind für mich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht auf Religiöses beziehen, da ich ja Atheist bzw. Agnostiker bin. Aber es ist für mich einfach etwas so Überragendes gewesen, hier von Cormac McCarthy Die Straße zu lesen. Die größte Liebesgeschichte der Welt zwischen einem Vater und seinem Sohn. Beide streifen hier durch eine dystopische Welt. Die Mutter hat sich suizidiert, weil sie die Vergewaltigungen, weil sie die marodierenden Banden im Nachgang des Weltuntergangs einfach nicht ertragen konnte. Und der Vater streift mit seinem Sohn durch die Gegend. Die Dialoge sind ganz karg gehalten, man versucht immer wieder Essen zu finden, ein Zelt aufzubauen und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt schon in mehreren Videos genauso wiederholt. Ich will einfach betonen, wie simpel vieles hier erscheint und wie brutal aber auch vieles ist. Die Welt ist bei Cormac McCarthy ein absoluter Bastard. Wirklich, die Welt ist das scheußlichste, widerwärtigste Gewimmel, was man sich denken kann. Ich lese von ihm gerade auch Die Abendröte im Westen und dieses Buch ist noch brutaler. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal etwas zu Grausames gelesen habe, wie die Geschichten von McCarthy. Aber gut, so ist es eben. Und man kann sagen, über oder unter oder neben dieser Brutalität, neben dieser Bastardwelt, gibt es aber die unverrückbare, die ewige Liebe zwischen den Menschen. Und wie das hier geschildert wird, wie es gezeigt wird, was der Vater machen wird, wie er sich opfert, wie er immer wieder sich weiter quält, obwohl er längst nicht mehr kann und auch der Sohn kann nicht mehr. Und wie der Vater auch damit hadert und ringt, dass er einerseits eine ideale Welt dem Sohn auch aufbauen möchte, also eine hoffende oder hoffnungsvolle Welt. Sowas wie, wenn wir den Ozean erreichen, dann finden wir vielleicht auch noch Überlebende, freundliche Überlebende, die uns nicht ans Leder oder an die Wäsche wollen. Ja, oder wir werden Vögel finden und Vögel sind schön. Der Ozean wird blau sein, es wird eine Welt geben, in der du gerne lebst, mein Sohn. Er muss ihm also etwas Positives aufbauen in dieser Scheußlichkeit. Andererseits will er ihn nicht anlügen und also muss er auch immer wieder sagen, nein, es gibt leider keine Vögel mehr und ich bin mir auch nicht sicher, was wir entdecken werden. Aber mein Sohn, egal was mit mir passiert, ich werde immer mit dir reden. Ja, und an der Stelle, meine Güte, da war es auch vorbei mit mir. Da war es vorbei mit mir. Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote, die das verdeutlicht, wie wichtig mir das Buch ist. Unser Sohn wird jetzt bald getauft und die Mama meines Sohnes hat gesagt, sie wünsche sich bei der Taufe dann ein Lied. Klar, finde ich super, war eine tolle Idee. Dann hat sie mich gefragt, was ich mir denn wünsche. Und ich habe sofort gesagt, ich möchte etwas aus Die Straße von Cormac McCarthy vorlesen. Weil das dermaßen gut ist. Ja, es ist für mich auch ein Vorbild. Ja, ich bin, weiß ich nicht, ob man irgendwann dieser Vater sein kann, aber es sollte unser Antrieb sein. Und ein Buch, das ich ja ähnlich grandios fand, einfach überwältigend und viel zu stark, als dass man es mit kleinen Menschenworten beschreiben könnte. Toni Morrison, Solomons Lied. Bevor ich das vergesse, Solomons Lied, das Hohe Lied, ist ein Element der Bibel. Es ist ein Buch in der Bibel, in dem es um eine extreme Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau geht. Sie verlieren sich immer wieder, sie finden sich immer wieder. Es ist wohl sprachlich sehr ausführlich. Es gibt viele Metaphern, sehr viele Bilder, die offenbar auch manchmal schief sind, aber die einfach die extreme Verpflichtung füreinander ausdrücken und ja, die gedankliche Verbindung eben auch illustrieren. Und Toni Morrison hat in diesem Buch eigentlich eine Familiengeschichte erstellt. Eine Familiengeschichte, die sich über mehrere Generationen in die Tiefe der Vereinigten Staaten erstreckt. Es geht natürlich auch um eine schwarze Familie, also ist Rassismus, ist die Sklaverei im Süden ein großes Thema. Und im Zentrum steht vor allem Milchmann Dad. Ja. Auch die Namen an sich sind hier ein wichtiges Thema, weil die meisten Namen der Schwarzen zu der Zeit, zumindest noch von der Eltern- und Großelterngeneration, ja von weißen Sklavenhaltern vergeben wurde. Oder von Stellen, von offiziellen Stellen, die geführt wurden von besoffenen Beamten, die irgendwelche Namen eingetragen haben. Und dieser Milchmann sucht im Prinzip das Gold seiner Tante. Und das sucht er im Süden. Er lebt mit seiner Familie relativ begütert im Norden. Er ist eigentlich so ein verhältnismäßig moderner, desinteressierter Mann in den
50er Jahren, 60er Jahren, der sich eher für sich selbst interessiert und nicht so sehr für die politischen Umstände zu der Zeit, anders als sein Freund Gitarre zum Beispiel, der sehr für die schwarze Bürgerrechtsbewegung brennt, der bei einer terroristischen Organisation dabei ist, die eben schwarze Morde rächt, der so Weiße ermordet. Milchmann ist davon weit entfernt. Er ist jemand, der sich eher auf seinen eigenen Genuss konzentriert, der wirtschaftliche Interessen hat oder der mit Frauen schläft. Und plötzlich eines Tages erkennt er eben, er will in den Süden reisen, um das Gold seiner Tante zu finden. Und was er dann findet, ist etwas anderes. Und was Toni Morrison hier geschafft hat, also das so vielschichtig aufzubauen, so viele Erzählebenen einzuziehen und auch so herrliche Szenen zu entwerfen, das hat mich wirklich ab Seite, ich weiß nicht, 40 eingenommen. Denn bei Toni Morrison gibt es ein paar Besonderheiten. Und eine ist für mich, dass sie ihre Romananfänge extrem dicht gestaltet. Das ist nämlich gleichzeitig die Einführung der Figuren, aber die Figuren werden immer schon miteinander in Bezug gesetzt, beziehungsweise haben schon immer eine Beziehung untereinander. Also man muss sich da erstmal so ein bisschen durchkämpfen, um zu verstehen, wer wer ist und was hier gerade Phase ist. Ja? Aber wenn man das getan hat, und bei Seite 40 war das bei mir der Fall, dann rauschst du da durch und ja, es ergeben sich eben auch herrliche Szenen. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Milchmann ist dann im Süden angekommen. Und allmählich schwant ihm, dass ein Kinderlied, das er manchmal hört, etwas mit seiner eigenen Familiengeschichte zu tun hat, weil seine Familie, also die Großeltern, genau aus diesem Dorf kommen, in dem er gerade sitzt und in dem er eben Kinder einen Abzählreim singen hört. Und dann merkt er, ich muss mir das merken, was die Kinder gerade singen. Das ist der Schlüssel, ja, für meine Familie. Und er hat aber nichts zu schreiben. Also sagt Toni Morrison, Milchmann sagt sich, okay, ich setze mich hier hin, ich mache meine Augen zu, und ich höre den Kindern zu. Und dann hört er also einfach ganz genau den Kindern zu, was sie singen. Und das ist eine Szene, die kannst du wirklich aus dem Buch herausnehmen. Das ist wie eine kleine agnostische Epiphanie. Die nimmst du dir raus und die setzt du dir an Weihnachten auf deinen Christbaum, weil sie so leuchtend ist, weil sie wirklich das Glanzvollste ist an Szene, an kleiner Szene, an unauffälliger, ganz unscheinbarer Szene, die ich in diesem Jahr in der Literatur gelesen habe. Und davon gibt es mehrere. Es ist eine überragende, großartige, wichtige Geschichte. Die Dialoge übrigens sind knallhart von Fehlern getränkt, weil die Schwarzen eben so reden wie, oder weil die Bürger so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Aber ich glaube, es ist schon, oder es soll schon eine speziell auch schwarze Sprache sein in manchen Teilen, gerade im Süden. Ich habe jetzt hier die Übersetzung gelesen. Ob das jetzt genau das ist, was Toni Morrison so intendiert hat, weiß ich nicht. Aber es ist also auch im Deutschen, finde ich, sehr gut übertragen worden und lässt sich extrem gut lesen. Also, Solomons Lied von Toni Morrison, auch für mich eines der besten Bücher. So, liebe Freunde, das waren jetzt die für mich besten Bücher dieses Jahres. Man könnte, man sollte vielleicht auch noch einige andere erwähnen, aber so ist das bei einer Bestenliste. Man muss manches wegschneiden, ob man will oder nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für euch die bisherigen Highlights waren. Und schreibt mir doch bitte auch mal in die Kommentare, ob ihr euch auch ein Video zu den bislang schlechtesten Büchern dieses Jahres wünscht. Das ist immer ein etwas kontroverses Thema, ein solches Video zu drehen, zu schneiden, zu produzieren. Es erfordert Zeit und am Ende sind vielleicht auch sehr viele unzufrieden. Und ich persönlich bräuchte es nicht, ein Video zu meinen schlechtesten Büchern. Vielleicht ist es aber für manche auch interessant. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, und damit sende ich euch weihnachtlich-sommerliche Grüße und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.